Kein Problem, Rico. Anaschikus, Anabikus. Bring uns die Scheiße jetzt bei wieder. Ja, wir kommen bei dem nächsten Part Profit Boxen und der 31er ist in meine Sounds. Auf jeden Fall. Sebi ist ein Hurensohn, hab ich gehört. Nein, Bruder, warum Hurensohn? Er sagt, Digga, seine Eltern sind tot, Bruder. Ich hab sogar auf den Grabstein gepisst, Bruder. Was sagst du so? Er sagt, wenn ihr ready seid, gell? Ja. Wann seid ihr ready? Was hast du, Marcel? Ich hab nicht gehört. Nochmal bitte. Ich hab draufgeschissen auf den Grab. Aber Bruder, warum? Ich hab das doch schon getan. Red doch nicht so. Das ist unverschämt. Sowas sagt man nicht. Doppelschiss hält besser. Bruder. Ihr habt gerade die Runde angefangen, oder was? Doppelschiss. Nur eine noch wegen Rico, der haut dann ab. Besser. Und dann können wir zu Domme, was sagst du? Der Arme, seine Eltern sind gestorben. Aber wünsch mir den Tod. Ja, Karma, wa? Karma. Beschwert sich über andere Leute, dass sie Hurensohn sagen, aber benutzt das Wort selber mehr als keiner jeder andere. Aber ich glaube ihm nicht, dass seine Eltern tot sind. Wenn seine Eltern tot wären. Nein, nur die Mama, nur die Mama. Mama, Bro, er hat mir Facebook-Profil alles gezeigt. Aber, ja, die Mama ist wirklich aber wenn, tot. Wenn er mir den Tod wünscht, Digga, dann wünsche ich ihm das Doppeltfache. Seine Eltern würden sich im Grab umdrehen, wenn sie sehen, was sie für eine Missgeburt hergeholt, zur Welt gebracht haben. Jetzt habe ich. Also die Mama ist wirklich tot, aber ich glaube wegen Alkohol, oder? Kein Wunder bei ihr, wenn man auch so ein Zunge ist. Nee, die hatte Krebs, glaube ich. Krebs hat sie, glaube ich. Glaube ich ja auch noch nicht mal. Doch, das mit der Mutter, glaube ich, auf jeden Fall. Nein, das mit Alkohol. Nein, ich glaube, die hatte. Glaube ich gar nicht. Wenn man. Mein Opa ist auch verstorben. Warte, lass mich doch mal ausreden. Geht mir das wieder auf den Sack, Alter, ohne Scheiß. Nicht einmal ausreden. Also, Rico braucht Schlaf. Rico braucht ganz dringend Schlaf. Ey, das ist unerträglich. Nein, das ist sowas von nervig. Da gebe ich dem Rico recht. Sowas von nervig. Jedes Mal wird man nur unterbrochen. Der Rico braucht ganz dringend Schlaf. Nein, brauche ich nicht. Nein. Erzähl jetzt, Malaga. Oh, na, jetzt habe ich keinen Bock mehr zu erzählen. Erzähl für mich, weil ich liebe dich. Nö, ich erzähle gar nichts mehr. Gar nichts, du! Ey, Marcel! Ich... Lass den Schrei nicht. Sonst tue ich Propheten call. Der schaut das Video an, alles gut. Dann gibt er dir Sanctus. Er guckt jetzt wieder, er geht auf meine Eltern. Sick den Gitter, mein Neuem! Russland? Peach. Suslan? Das waren das für ganz viele Gegner. Das war ein kurzes Video, meine Damen und Herren. Egal, hat er sich bestimmt genossen. Also fick deine Mutter, zweiter Part kommt jetzt. Marcel, die letzten Worte. Ist die Runde vorbei? Ha? Ist die Runde vorbei? Ja. Alter, sag was über Sebi. Grabstein, keine Ahnung. Hey, Sebi. Sebis Mutter stinkt nach Scheiße. Wer ist Sebi? Du weißt, wer Sebi ist. Sag einfach irgendwas. Ah, dieser Sebi? Warte, ich will was dazu sagen. Ich kenne den Namen nicht. Warte. Ich will dazu was sagen. Bitte. Das war eine Kackrunde. Seid mal leise. Nimmst du auf? Ja. Yeah. Marvin, okay, das war ein guter Abschluss, meine Damen und Herren. Wir sind nur zum zweiten Part. Richtig. Pisser.